Einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier aus meiner neuen Unterkunft. Ja, mal ein bisschen was anderes, halt nicht ganz so sehr. Gibt ein paar Nebengeräusche vielleicht, die ihr im Hintergrund hören könnt. Das weiß ich aktuell nicht, das werden wir sehen. Wo bin ich? Ich bin auf einem Schiff. Und wer wissen will, wo ich auf dem Weg hin bin, der schaltet einfach im nächsten Video mit ein. Nichtsdestotrotz machen wir in unserer kleinen Reihe mit dem Verschleiß meiner bisher verwendeten Motorradklamotten weiter. Und da ist der nächste Punkt einfach mal meine Außenjacke. Meine Jacke ist diese schöne graue Meshjacke der Firma Adventure Specs. Oder ADV Spec, wie die sich kurz nennen. Das ist die sogenannte Mongolia-Jacke, also Mongolien, Mongolei, Mongolei-Jacke übersetzt, wie auch immer, die eigentlich schon seit vielen Jahren bei denen im Portfolio ist. Und ich selber jetzt auch schon seit ja über 2 Jahren, 2,5 Jahren, um genau zu sein, in Verwendung habe. Die Jacke selber ist mit mir jetzt auf genau 90.000 Kilometern unterwegs gewesen. Und ja, ich will einfach mit euch mal ein bisschen den Verschleiß durchgehen. Grundsätzlich mal, die Jacke ist eine Meshjacke, wie gesagt. Das heißt, eine Jacke, wo ordentlich viel Wind durchzieht, hat einfach den Hintergrund, dass ich persönlich das Zwiebelprinzip mittlerweile bevorzuge. Das heißt, unten drunter, wie euch ja vorgestellt, entsprechend ja Base Layer trage, T-Shirts, irgendwelche wärmenden Unterklamotten sozusagen, plus dann irgendwann mal Windstopper oder ähnliche Geschichten, je nachdem, was man so braucht. Und dann die Jacke oben drüber, ne? Und wenn es dann regnet, oben drüber nochmal eine Regenjacke. Damit bin ich eigentlich ganz gut ausgestattet auf alle Eventualitäten. Und ich mag das, weil ich dann einfach gerade speziell den Oberkörper, wo ich am meisten temperaturempfindlich bin, sage ich mal, also ich persönlich zumindest, kann ich mich dann eben mal optimal auf die Umgebungstemperaturen einstellen. Das ist sehr praktisch, kann natürlich auch nervig sein, je nachdem, in welchen Regionen der Welt man unterwegs ist. Aber gerade für einen Langzeitreisenden ist es halt top, dass man nicht einfach so ein stupides Gerüst an Jacke hat, wo man notfalls was einknüpft, ausknüpft, tut und macht und dann irgendwo am Wegesrand stundenlang braucht, um da irgendwelche Layer einzubasteln oder die alle schon komplett in der Jacke drinne sind und man nie, sag ich mal, das perfekte Wohlfühlklima letztendlich in der Jacke findet. Und insofern, ja, wie gesagt, ich bevorzuge das Zwiebelprinzip und dazu gehört jetzt eben auch diese Adventure Spec Mongolia Jacke. Die Jacke selber ist eine Doppel-A zertifizierte Jacke, muss man sagen. Da hat sich Adventure Spec wirklich viel Arbeit gemacht an der Stelle. Die Jacke selber ist relativ leicht. Sie ist unglaublich bequem, muss man sagen. Sie hat hier im Rückenbereich so Stretch Panels, sodass man auch vernünftig quasi die Arme so nach vorne nehmen kann. Gerade jetzt auch, wenn man im Stehen fährt, wenn man jetzt Offroad unterwegs ist. Man hat im Rückenbereich ein riesengroßes Mesh, wo ordentlich Luft durchziehen kann. Man hat so an entscheidenden Stellen wie um die Nieren herum und so, da ist dann quasi wieder so fester Cordura-ähnlicher Stoff drum. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, ist aber ziemlich abrasionsbeständig. Und dasselbe hat man dann so an den Schultern, an den Auflagepunkten, wo quasi jeweils entsprechende Polster sind, also quasi Schultern, an den Armen, ja, also an den Ellbogen. Und dann halt im Bündchenbereich. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, Doppel-A zertifiziert. Und damit kann die Jacke für eine Meshjacke schon ziemlich viel ab. Und das bei einem ziemlich geringen Gewicht, muss man sagen. Ja, wer da sich noch nicht weiter mit beschäftigt hat auf dem Gebiet, wenn man so wirklich hochzertifizierte Meshjacken guckt, die werden dann auch schnell ziemlich schwer. Ich habe gerade erst die Möglichkeit gehabt, auf dem SW Motec Open House mir so ein paar Sachen von den Engländern anzugucken. Die Firma habe ich jetzt gerade nicht so im Hirn, schreibe ich euch unten rein zur Erinnerung. Fand ich super interessant, die Jacke, immer so von der Werbung her, aber unsäglich schwer. Sowas willst du nicht tragen. Ja, das kannst du, wenn du schnell mal durch die Stadt fährst, irgendwas von mir aus tragen, aber das willst du nicht den ganzen Tag und schon gar nicht Offroad tragen. Insofern, diese Mongolia-Jacke von Adventure Spec, die ist wahnsinnig leicht
und ist eben, wie gesagt, trotzdem Doppel-A-zertifiziert. Die Protektoren selber, es ist schon verbaut, der Rückenprotektor, es sind die Schulterprotektoren drin und es sind die Ellenbogenprotektoren drin und alles Level 2 ausgestattet. Insofern ist man da auch vernünftig geschützt, wenn man dann doch mal stürzt. Wie weit man geschützt ist, wird man immer erst sehen, wenn es wirklich passiert. Ich persönlich habe immer die Meinung, wenn eine Jacke oder halt überhaupt die Klamotte beim Motorradfahren extrem bequem ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Unfall baut, weil man irgendwie durch zwickende Klamotten oder so abgelenkt ist oder in seinem Bewegungsradius eingeschränkt ist, dann reduziert man ganz einfach auch die Unfallgefahr. Diese Jacke hier ist, wie gesagt, super bequem an den entscheidenden Stellen, Schulterbereichen und so, mit Stretch versehen, so dass ich mich eigentlich niemals irgendwie eingezwängt fühle. Hinzu kommt, dass ich einen relativ kurzen Hals habe, abgesehen davon, dass ich kräftig bin, oder kräftig gebaut, besser gesagt. Wie gesagt, kurzer Hals. Ich mag es immer nicht, wenn die Jacken so große Kragen haben, so hochstehende Kragen, gerade so die nordischen Sachen, Gucker und solche Sachen, die wirklich tolle Qualität haben, aber die haben immer solche riesen Kragen. Das stört mich tierisch. Das ist hier an der Jacke nicht so. Das ist wirklich so ein kurzer Collar, so ein kurzer Kragen letztendlich. Mag ich sehr, sehr gerne. Gefällt mir. Ist absolut hervorragend. Perfekt für mich. Ja, dann kommen wir mal zur Jacke selber. Wie ist sie ausgestattet? Sie ist relativ spartanisch ausgestattet. Sie hat eine große Tasche hier hinten am Gesäßbereich quasi, am Rückenbereich, die man von links und rechts quasi begreifen kann oder eingreifen kann. Man hat einen großen Reißverschluss auf der linken Seite, man hat einen großen Reißverschluss auf der rechten Seite. Hier habe ich zumeist meine Mütze unterwegs dabei, beziehungsweise die Regenhaube von meinem Tankrucksack, weil der ist nicht wasserdicht. Anderes blödes Thema. Dann gibt es im vorderen Bereich der Jacke jeweils zwei kleine Brusttaschen. Einmal links, einmal rechts. Die sind auch sehr, sehr praktisch. Da habe ich immer quasi gleich mein Zahlungsmittel drin, beziehungsweise stopfe dann immer mal, keine Ahnung, Parkscheine. Ja, Parkschein vielleicht nicht, aber solche Sachen irgendwo. Schnell mal die Rechnung von der Tankstelle und so rein. Alles ja schnell zugänglich, ne? Man vermisst dann ab und zu mal, wenn man gerade beim Pause machen ist, so eine Tasche weiter unten, wo man einfach mal die Hände reinstopfen kann oder so, aus Bequemlichkeitsgründen. Aber fürs Fahren sind die ja unwichtig. Ansonsten bin ich eher so ein Freund davon, nicht so viele Taschen an den Klamotten dran zu haben. Das heißt zwar immer, Reisende können nicht genug Taschen haben, aber ich zähle da offensichtlich nicht zu den Reisenden. Ich brauche das nicht. Ich brauche ein, zwei Ablagepunkte und das war's. Der Rest wird bei mir verstaut. Zu viel Klimbim drumherum irgendwie in den Taschen, das will ich nicht. Das tut einfach bloß weh, wenn man dann stürzt. Ja, je nachdem, was man da so drin hat. Ja, ansonsten ist die Jacke auf jeden Fall nicht regendicht, nicht wasserdicht. Ist ja klar, ist eine Meshjacke. Kann man durchgucken und kann man auch richtig schön durchgucken als solches. Es gibt auch keine extra wasserdichte Tasche oder so. Wenn man das braucht, muss man sich anderweitig darum kümmern. Es gibt keine zusätzlichen Belüftungsöffnungen und so. Die braucht man aber auch nicht. Was das Belüften selber angeht, kann ich jetzt nur sagen, ich habe noch nie eine andere Jacke gehabt oder eine andere Meshjacke oder ähnliches, die mehr Belüftung zu bieten hat als diese Adventure Spec Mongolia. Es ist unglaublich, was da durchgeht und du kannst wirklich, keine Ahnung, durch Mexiko bei 45 Grad fahren, ohne dass du jetzt auf dem Motorrad komplett wegschmilzt. Natürlich sind 45 Grad nie schön, aber es ist damit auf jeden Fall machbar, es funktioniert und deutlich besser als mit irgendwelchen Belüftungsschlitzen, Belüftungssystem oder sonst was. Es ist einfach eine völlig andere Welt, muss man sagen. Ja? Da ich, wie ich schon hier und da mal erwähnt habe, absoluter Climb-Fan bin und auch so gerade so in der Medienwelt aktuell sehr, sehr viel die Climb Marrakesch rumgeht, habe ich mir die auch mal ein bisschen genauer angeguckt, die ja auch als sehr gut durchlüftet gilt, ne, aufgrund ihrer Konstruktion. Die habe ich mal ausprobiert und die ist super bequem und vielleicht werde ich mir die auch irgendwann mal zulegen. Aber
die ist noch lange nicht so gut durchlüftet wie die Mongolia von Adventure Spec, muss man sagen. Ja, gut durchlüftet hat natürlich auch gleich den Nachteil, dass es dann auch schnell mal kalt werden kann. Ne? Also da muss man sich dann schon zweimal überlegen, wie und wo man hinfährt und was man sich so anziehen will oder anziehen muss. Weil ja, so bei 20 Grad, unter 20 Grad wird es dann schon langsam kühl darunter. Da braucht man dann also schon einen vernünftigen Baselayer, mitunter auch schon mal einen Windstopper und so weiter und so fort. Aber das lernt man mit der Zeit, wenn man Meshjacke trägt quasi. Vergleichbare Meshjacken, die ähnlich viel Luft durchlassen, kommen meistens nur irgendwo aus Indien. Ziemlich günstige Produktion und die sind bei Weitem dann nicht so robust, sind bei Weitem nicht so abriebsfest und so weiter wie diese Jacke hier. Also ich persönlich habe bisher noch nichts Vergleichbares dazu gefunden. Und ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn ihr was wisst, schreibt es runter in die Kommentare. Aber wie gesagt, auf dem großen Markt habe ich bisher noch nichts gefunden, was dieselbe Qualität in Sachen Abriebsfestigkeit bringt und ja, Protektorenausstattung und obendrein noch entsprechende Durchlüftung. Ja, ist ein Alleinstellungsmerkmal, meiner Meinung nach, dieser Adventure Spec Mongolia Jacke. Gut, dann kommen wir mal zu den Details als solches. Wie hat sich die Jacke selber geschlagen? Im Grunde genommen bin ich da leider nicht ganz so zufrieden, denn sie hat hier und da doch arge Blessuren mit sich genommen. Größtes und offensichtliches Problem, wie bei vielen Herstellern, aber hier eben ganz besonders, sind die Reflexionsstreifen, die man hier dran hat. Die sind hier sehr, sehr designtechnisch ja schön verwoben, führen hier so schicke Linien rund um die Arme, über den Rücken, am Rücken, auch im vorderen Brustbereich. Eigentlich nicht so schlecht gemacht grundsätzlich, aber das Zeug fängt halt wirklich an zu blättern. Ne? Das sieht aus wie ein Schweizer Käse, überall bröselt das Zeug runter. Ich habe nicht eine einzige Stelle, wo das wirklich noch wie im Originalzustand ausschaut. Wenn ich mir dazu meine Climb-Hose angucke, die Carlsbad, da ist nicht eine einzige Stelle auch nach den 2 Jahren abgeblättert und die ist obendrein noch wasserdicht. Ne? Also klar ist das auf diesem Stoff der Jacke hier etwas schwieriger, dass das auch richtig hält, aber da hat Adventure Spec auf jeden Fall Nachholbedarf. Ich hoffe, dass das jetzt so mit den neuen Iterationen ein bisschen besser geworden ist, kann ich allerdings nicht sagen. Hier ist auf jeden Fall dieses Thema Reflexionsstreifen, ja, die lösen sich langsam aber sicher in Luft auf. Dann haben wir so klassisch die Bündchen. Die Bündchen selber sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es sind so ein paar kleine erste Abriebe hier, so kleine Löcher entstehen hier langsam aber sicher. Aber ansonsten so vom Inneren her ist das alles gut. Und vor allem hier die Klettverschlüsse, die funktionieren immer noch wunderbar. Da gibt es gar nichts weiter zu meckern. Apropos Klettverschlüsse hier, das ist so ein Punkt, ich mag es halt, wenn die Armbündchen, wenn man die wirklich richtig festziehen kann, über so einen Klettverschluss wirklich richtig anziehen kann, damit da ein ordentlicher Abschluss vorne dran ist. Ich mag das nicht, wenn das so rumflattert. Das ist zum Beispiel so ein Grund, weshalb ich mich immer noch schwer tue, so eine kleine Marrakesch zum Beispiel zu kaufen. Aber weiter hier in dem Originaltext. Das eigentliche Mesh ist wahnsinnig robust und zeigt überhaupt gar keine Verschleißerscheinungen. Hier ist nichts irgendwie aufgeraut oder ähnliches. Die Nähte, die sind alle intakt. Da ist nichts irgendwie aufgeweitet oder sonst was. Da habe ich echt wirklich Bedenken gehabt, aber das ist wirklich alles richtig, richtig gut. Da hat sich nichts großartig gezogen oder ähnliches. Ja. Es ist ein bisschen weicher geworden, das Material, als wie es ganz am Anfang, als es frisch war. Aber es fühlt sich nicht weniger robust an, als es früher war. Dann haben wir hier die Stretch-Bereiche. Die sind auch nach wie vor sehr gut. Auch da keine Änderung. Die lassen sich immer noch stretchen. Da ist nicht irgendwie was ausgeleiert oder irgendwie der Gummi lose geworden. Alles schick. Auch hier keine Nähte weiter aufgegangen. Sehr, sehr gut. Und dann diese Stoffpatches. Da gibt es auch nichts weiter. Die haben natürlich ordentlich Farbe verloren. Wie jetzt hier zum Beispiel am Ellenbogen. Da sieht man,
wenn man den Ellenbogen immer so angewinkelt hat, also so halb angewinkelt beim Fahren quasi, da kommt nicht ganz so viel Sonne hin. Da ist die originalgraue Farbe sozusagen noch zu sehen. Darum herum ist halt schon deutlich, deutlich heller geworden. Und man sieht natürlich auch, wo vorne und wo hinten ist. Aber, wie gesagt, auch dort keine Aufrauung, keine Risse drinne, gar nichts. Dann so ein klassisches Thema. Bund quasi in Sachen Hosenbund. Hier findet man so die ersten Erscheinungen. Das ist hier mit so einem Stoff umbunden worden. Da ist auch kein, ja doch, so ein leichter Gummizug ist da drinne. Ist mir noch nie aufgefallen. Das fängt an, jetzt langsam ja so fusselig zu werden. Ne? Das geht nicht auf, das geht aktuell auch nicht kaputt, aber es ist stark fusselig und fängt halt an, immer mehr zu fusseln. Vielleicht geht es dann irgendwann kaputt und auseinander, das weiß ich nicht. Die einzige Stelle, wo man so ein bisschen aufgefusselt sieht, ist hier hinten im Rückenbereich bei der Rückentasche. Aber hier sieht man auch, dass ich mir mein Adventure-Spec-Logo kaputt gemacht habe. Hier hinten bin ich immer an meiner Gepäcktasche quasi mit dem Rücken dran gewesen. Da hat man also immer so ein bisschen hin und her geschuppert. Und insofern überrascht es nicht, dass es hier langsam anfängt, so ein bisschen fusselig zu werden. Aber da muss man schon ganz genau hingucken. Und das Adventure-Spec-Schild, was hier so ausgerissen ist, das habe ich mir an einem Haken von meinem Gepäcknetz aufgerissen. Also insofern hat das nichts mit der Qualität zu tun. Und ein entscheidender Punkt, den man sonst ja bei Jacken auch immer hat und der hier dann allerdings auch sehr negativ auffällt, beziehungsweise auffällig ist, ist dann der Kragen selber. Der Kragen selber ist so aus so einem Fließstoff. Der Fließstoff ist eigentlich super angenehm, sehr, sehr gut. Hier findet man gerade hier im vorderen Bereich, im Halsbereich, wo natürlich aufgrund von Helm und allem, was man so trägt, der Kragen ja auch so ein bisschen zusammengestaucht wird. Hier findet man so die ersten Stellen, wo das Vlies schon abgewetzt ist, so wie hier vorne am Reißverschluss und direkt am Reißverschluss selber, wo also quasi auch mein Helm mitunter dran reibt. Hier hat sich an der einen Stelle schon langsam aber sicher das Vlies und der Stoff durchgeschubbert. Hier ist auch so ein kleines Loch hier. Auf der rechten Seite, da fängt es jetzt langsam an, kaputt zu gehen quasi. Wie lange das noch hält, weiß ich nicht. Aber das sind so wirklich die Erscheinungsbilder, wo man wirklich jetzt den Verschleiß richtig erkennen kann. Ja? Hier ist, wie gesagt, ein bisschen der Kragen abgewetzt und darunter kommen jetzt langsam aber sicher kleine Löcher zum Vorschein. Ansonsten hat sich die Jacke eigentlich sehr, sehr gut gehalten. Die Farbveränderungen mit der Zeit sind ja klar, aber die stören mich jetzt als solches nicht. Die Reißverschlüsse funktionieren nach wie vor alle einwandfrei. Das sind doch ziemlich grobe YKK-Reißverschlüsse. Die sind echt toll, die lassen sich beim Fahren super einfach auf- und zuziehen. Hervorragend, ich mag die. Ja, soweit zur Jacke. Also es gibt Licht und Schatten quasi bei dieser Jacke, wobei für mich das Licht da überwiegt als solches. Und insofern kann ich die Jacke absolut empfehlen. Auf der Negativseite haben wir jetzt wirklich, dass diese ganzen Reflexionsstreifen jetzt langsam aber sicher auseinanderfallen. Allerdings habe ich die Jacke auch mehrfach gewaschen, ohne Rücksicht auf Verluste. Vielleicht habe ich dazu beigetragen, ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, die Streifen gehen ab. Wir haben so leichte Gebrauchsspuren am Kragen, die ich persönlich nach 90.000 Kilometern durchaus verzeihen kann. Wie ihr das seht, müsst ihr selber entscheiden. Und wir haben eine ziemlich starke Verfärbung der Außenmaterialien, wobei man da aber auch sagen muss, dass ich sehr viel in sonnigen Regionen unterwegs war und das Ganze natürlich beschleunigt. Das sind so meine drei Negativpunkte. Auf der Habenseite haben wir dann ganz einfach, wir haben eine Jacke, die meiner Meinung nach einzigartig ist auf dem Markt, kaum was Vergleichbares zu finden ist, was die Belüftung angeht. Die Belüftung ist absolut hervorragend und ja, man findet meiner Meinung nach nichts Vergleichbares auf dem Markt. Nicht zu der Qualität, was Abriebsfestigkeit angeht und Protektionsausstattung angeht. Hinzu kommt, die Jacke ist gemessen an ihrer Abriebsfestigkeit und so
super leicht, muss man sagen, im Vergleich. Also es ist dann auch sehr, sehr angenehm und bequem, gerade wenn man auch Offroad fahren möchte. Und sie ist eben aufgrund der Leichtigkeit und den Stretch-Anlagen, die da drin sind, sehr, sehr bequem. Man hat sehr, sehr gute Bewegungsfreiheit drin. Genau das, was man braucht, wenn man halt wirklich abseits der Wege unterwegs sein will. Würde ich die Jacke jetzt unbedingt für die Straße empfehlen? Ich persönlich fahre sie auf der Straße, ganz klar. Aber ich fahre jetzt auch nicht wie so ein Maniac durch die Ecken und weiß ich nicht, lasse die Knie schleifen und tue und mache. Insofern eine ideale Straßenjacke ist sie sicherlich nicht. Und wenn man sich, wie gesagt, auch nicht auf dieses Zwiebelprinzip einlassen will, dann macht das auch keinen Sinn. Für alle anderen, die bei jeder Wetterlage unterwegs sind, sich auf das Zwiebelprinzip einlassen wollen, ist das eine Jacke, die ich absolut empfehlen kann. Und das soll es von meiner Seite her eigentlich auch gewesen sein. Ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr mögt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin bleibt alles schön gesund und ja, wir sehen uns. Ciao.